Hallo Freunde, willkommen zurück bei einem kleinen Osterspecial hier bei Let's Bands Together. Zuerst einmal wünsche ich euch da draußen frohe Ostern und einen braven Osterhasen. Und zwar, was wir heute malen werden, es geht wieder weiter in unserer Story, die ich immer am Ende etwas erläutere, also mit dem Bild, was wir gemalt haben. Heute ich habe mir mal angeschaut, welche Videos gut auf meinem Kanal hier performen. Und darunter war zum Beispiel ein Bild eben mit einer kleinen Aurora Borealis. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn das so gut ankommt, schenke ich euch zu Ostern eben nochmal so ein Bild. Vielleicht etwas anders. Und zwar habe ich heute vor, eben hier oben eine kreisförmige Aurora zu machen, die in der Mitte wieder eine Bergkette mit links und rechts ein paar entfernteren Bergen. Und hier vorne werden wir einen dunklen Wald machen, hier in der Mitte wieder ein Lagerfeuer mit einem sitzenden Ritter, eben dem Ritter aus unserer Geschichte. Und ja, ich glaube, das wird dann auch der Berg sein. Oder das Ziel wird der Gipfel dieses Berges werden, wo schlussendlich auch diese, ich nenne es mal Regenbogenbrücke, so wie eben auch in der nordischen Mythologie, sein wird. Und ja, genug gelabert. Ich habe die Farben, die wir heute verwenden, seht ihr wieder unten am Bildschirmrand eingeblendet. Und ja, ich hatte gesagt, dann legen wir mal los. So, ich hätte mal gesagt, wir beginnen hier mit einem Fanbrush. Und zwar habe ich in diesem Bereich, Obacht, ich brauche meine Farbskala, in diesem Bereich habe ich eben Green Lake Light eben aufgetragen von der Marke Renaissance. Dann hier oben Phthalo Blue, eben auch von dieser Marke. Darüber habe ich auch Lack Geranium, mein geliebtes Lack Geranium genommen. Und hier zwischen, also den Übergang zwischen dem Phthalo Blue und dem Green Lake Light, habe ich eben noch ein bisschen Phthalo Green von Schminke aufgetragen. Ist übrigens keine Produktplatzierung oder sonst was. So viel sei schon gesagt, ich bekomme kein Geld. Genau, außenrum, also den Großteil der Fläche habe ich mit einer Mischung aus Lamp Black und dem Phthalo Blue also aufgetragen. Und ja, wir beginnen jetzt mit dem Fanbrush. Und zwar gehe ich hier ins Titanium White rein. Als nächstes nehme ich hier einen unserer 2-Inch Brushes. Eben einen mit feineren Borsten. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe einfach von unten nach oben. Jetzt nehme ich einfach dieses dreckige Titanium White, was sie mir haben, und sprenkel hier und da noch
ein paar Sterne. Und so schnell haben wir auch schon eine Aurora Borealis. War ja gar nicht mal so schwer. So. Was machen wir als nächstes? Und zwar hätte ich gesagt, wir werden hier einen kleinen Horizont reinmalen. Dafür benehme ich einen neuen 2-Inch Brush mit weichen Borsten. Mache hier einfach mal eine gerade Linie. Etwas weniger von dem Weiß. Holen uns etwas mehr von Phthalo Blue. Und vermengen das etwas mit Lamp Black. Und bekommen dann hier so einen kleinen Horizont. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, für was brauchen wir diesen Horizont? Und zwar den Horizont brauchen wir nämlich, um Berge in der Ferne erkennen zu können. Jetzt hole ich mir hier einen kleinen Pinsel und schnapp mir etwas von dem Titanium White und vermenge es mit Lamp Black, sodass wir eben ein neutrales Grau bekommen. Und zwar, wenn man das nachts eben draußen spaziert und in die Ferne blickt, dann erkennt man schnell, dass Schnee nicht weiß wird, sondern, wisst ihr was, nehmen wir noch einen kleinen Touch Phthalo Blue ran, dass Schnee immer etwas gräulich, vielleicht auch bläulich ist. Und jetzt müssen wir mutig sein.
Ja, sorry Leute, dass ich so wenig rede, während ich male. Und zwar liegt das daran, dass ich ja, wie ihr wisst, selbst noch ein totaler Anfänger bin. Und mir eben hier nach und nach meine Welt erschaffe. Und ab und zu fordert das dann doch etwas mehr Konzentration als erwartet. Ihr merkt ja auch jetzt gerade, es ist wirklich schwierig zu malen. Und gleichzeitig zu reden. Aber ich glaube, das sollte nicht irgendwie sonderbar sein, sondern das ist, glaube ich, ganz normal, auch generell auf YouTube. Merkt man auch oft bei irgendwelchen Let's Playern beim Spielen, dass wenn irgendwelche Phasen sind, in denen sie sich stark konzentrieren müssen, plötzlich eben das Hirn sagt, hey du, pass auf, ein brutaler Encounter ist voraus und ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, und genauso rennt es eben hier gerade auch. Nur ist mein Encounter keiner, der sich irgendwie bewegt, sondern mein Encounter ist das Bild, das ich hier für euch male. Ju, jetzt mal Nase kratzen. Ich habe auch nicht vor, dass dieses Video 100 Jahre lang geht, also das wissen wir, glaube ich, alle. Und ich glaube auch, dass die wenigsten wirklich Lust auf irgendeinen 40-Minuten-Schinken oder 50-Minuten-Schinken haben. Deswegen beeile ich mich ja auch so einigermaßen. So. Und zwar malen wir jetzt noch die Feuerstelle eben für unseren Ritter. Und zwar habe ich mir überlegt, eben, wenn dieser Baum. Also weil man weiß ja ungefähr, wie groß eine Tanne ist. Und dann schauen wir uns, oder dann überlegen wir uns einfach gemeinsam, wie hoch in etwa ist unser Mensch. Und ich würde sagen, einfach sagen wir knapp in die unterste Astreihe hinein, also so gut 2 cm, wenn er komplett ausgestreckt ist. Und ja. Das ist auch ein Tipp, den ich euch mitgeben darf. Und zwar schaut immer die Umgebung an und überlegt euch, wie Menschen oder eben die Dinge, die ihr darin abbilden möchtet, im Größenverhältnis dazu sind. Das kann euch vor einigen Missgeschicken bewahren. Vor allem was die Größenrelationen angeht. So, wie immer. Sage jetzt einfach hier das Zentrum des Feuers sein und dann mache ich kleine X-Bewegungen und erhöhe dabei den Radius meiner Kreisbewegung. Thank you.
So Leute, da sind wir nun wieder. Seinen wir das schöne Ding noch. Und dann gehen wir auf die Geschichte ein. Also, wir sind hier immer noch im Nimmerwald, eben wo unser Ritter reinspaziert ist. Und jo. Und mittlerweile befindet er sich auf einer Lichtung, wo er schlussendlich auch kampiert. Und als er in der Nacht durch Raschen in den Büschen rund um sein Lager eben aufgewacht ist, hat er direkt das Schlimmste befürchtet und sich für den Kampf gerüstet. Und zwar in dieser Szene sieht man eben hier die Augenpaare, wie sie ihn am Lagerfeuer beobachten. Und hier im Hintergrund, unter einer Fichte, kommt eine kindgroße Hexe auf ihn zu, verhüllt in grauen Gewändern, und auf ihrem Kopf oder aus ihrem Kopf wächst ein Hirschgeweih. Ja, so viel zur Story. Also, vielleicht wäre das ein gutes Motiv für ein künftiges Bild, wo unser Ritter sich mit dieser Hexe unterhält. Auf jeden Fall hat mir dieses Bild sehr viel Spaß gemacht zu malen. Bin zwischenzeitlich auch komplett mit dem Kopf eben in der Geschichte drinnen, so wie es auch sein sollte. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Osterspecial gefallen. Falls ja, würde mich ein Abo sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns auch schon bei der nächsten Folge von Let's Paint Together. Falls ihr Wünsche oder Anregungen habt, was ich noch verbessern könnte, oder Motive, die ihr sehen wollt, schreibt es mir gerne in entweder Social Media oder eben hier unten in den Kommentaren. Und ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns und ciao, Papa. Bis zum nächsten Mal.